Verehrter Herr Rektor, lieber Herr Dekan, danke Hagger, liebe Kollegen aus Köln, ich bin wirklich überwältigt. Das ist eine riesige Sache für mich. Mein erster Ehrendoktor ist wirklich eine große Sache und ich bin total stolz und dankbar und fühle mich wahnsinnig geehrt. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nicht verpassen, mich für 18 Jahre einer wirklich schönen Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln zu bedanken. Es war sogar so, ich habe ja die ganzen Jahre habe ich mich Professor genannt, aber das war eigentlich nur diese Honorarprofessorenschaft, die man hier mir als 36-Jährigen verliehen hat, damals 2004. Damals auch eine riesige Sache und eine große Ehre, und für die ich mich bedanken möchte. Ich möchte mich aber vor allem an dieser Stelle bedanken für die Unterstützung bei den vielen Promotionen. Du hast es erwähnt, ich zeige auch noch gleich ein Bild dazu. Ich glaube, ich habe jetzt 32 gezählt, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch 33. In jedem Fall war das gigantisch, und meine Doktoranden, da sitzen ein paar, die sind auch bald dabei, haben alle davon profitiert. Und hier der junge Hagerschmalz, hier ein bisschen später, Albrecht Bergkessel, Axel Klein hat es leider heute nicht geschafft, Professor Huschewitz. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich heute meine Ehrenposition nicht verteidigen muss gegen diese scharfsinnigen Angriffe der Kollegen hier. Es war aber immer sehr stimulierend auf jeden Fall, und vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Was ich mir gedacht habe, was ich heute mache, ist ja ein bisschen breiteres Publikum, dass ich nicht nur über unsere jetzt aktuell ablaufende Katalyse spreche, sondern ein bisschen weiter aushole und mich ein bisschen vorstelle, dass Sie wissen, was über mein Leben auch lernen. Und ich hoffe, dass das reicht dann aus als Danksagung. Wenn nicht, gibt es danach, spendiere ich einfach Kölsch für alle, habe ich mir gedacht. Ich fange aber mal ganz früh an. Warum bin ich eigentlich überhaupt zur Chemie gekommen? Was hat mich interessiert? Bei mir war es, ehrlich gesagt, eine philosophische Fragestellung als Elfjähriger. 1979 in Frankfurt am Main, da bin ich, glaube ich, schon 13. Da hatte ich irgendwie diese Frage, ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was machen wir überhaupt hier? Das waren so Dinge, die mich beschäftigt hatten. Es wurde schön von Douglas Adams beschrieben, die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Das hat mich damals so umtrieben. Und ich wusste schon so ein bisschen, dass die Welt aus Atomen und Molekülen besteht und wir Menschen auch. Und irgendwie dachte ich daher, die Chemiker wissen die Antwort, die wissen, wie Moleküle und Atome sich zueinander verhalten. Und deshalb habe ich hier unten in diesem Haus, da wohnte ein Freund von mir hier oben, der hatte im Keller, und in diesem Keller haben wir uns ein kleines Chemielabor aufgebaut. Wie gesagt, als Elfjähriger. Und ich habe dann konzentrierte Schwefelsäure und so weiter gehabt. Wir hatten sogar einen Bunsenbrenner. Und das war sehr, sehr praktisch, denn hier war eine Apotheke. Und der Apotheker hat uns immer mit Chemikalien versorgt. Alles, was wir wollten. Kaliumnitrat, Schwefel, Aktivkohle zum Beispiel, solche Dinge. Und irgendwann hat er dann schon gefragt, so sag mal, was macht ihr eigentlich mit den Chemikalien? Und wir haben gesagt, wir machen Waschmittel für unsere Eltern. So viel zur Pharmazieausbildung. Er hätte eigentlich schon erkennen müssen, was da abläuft, aber zum Glück für uns hat er es nicht erkannt, bis zu dem Tag, als ich diese Mischung, die ich eben gerade skizziert hatte, mal wieder in größerem Maßstab angefertigt habe. 100 Gramm Schwarzpulver haben sich in einem Mörser befunden. Und ich wollte jetzt den Bunsenbrenner, ich weiß nicht warum, das parallel den entzünden, habe ein Streichholz angezündet, es ist abgebrochen und in den Mörser gefallen, brennt. Eine riesige Stichflamme entstand. Zum Glück hat sich niemand verletzt. Aber wir mussten jetzt diese Fenster hier unten aufmachen, Rauchwolken quollen raus, und der Apotheker hat in dem Moment verstanden, halt, was wir da eigentlich trieben, kam mit hochrotem Kopf raus, und von dem Tag an haben wir leider nie wieder Chemikalien von ihm gekriegt, überhaupt von keinem anderen Apotheker mehr in Frankfurt. Das war dann vorbei, dieses Kapitel. Ich habe es aber trotzdem dann geschafft, mich bei Chemie in Berlin einzuschreiben, und wollte aber vorher noch eine interessante Geschichte dazu erzählen. Justus Liebig, den der eine oder andere von Ihnen kennt, ich möchte mich jetzt keinesfalls mit ihm auf eine Ebene stellen, das wäre vermessen, wirklich einer der größten Chemiker aller Zeiten, der Begründer der organischen Chemie, sagen auch viele, oder einer der Begründer. Justus von Liebig hat dasselbe Experiment erlebt und auch in der Apotheke, auch in Hessen, in Heppenheim an der Bergstraße. Und hier sieht man den Mörser, wie die Stichflamme entstand. Hier war wahrscheinlich irgendwie so eine Art Brenner, den er entzünden wollte. Die gleiche Geschichte ist Justus von Liebig passiert. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus der Biografie von Justus von Liebig. Und das ist das Buch, das hat mir meine Tante geschenkt. Und das Interessante ist, oder ein interessanter Aspekt davon ist, dass diese Biografie verfasst wurde von Jakob Vollhardt,
Das war ein sehr bedeutender Chemiker, ein Anorganiker und ein Organiker. Von ihm gibt es zum Beispiel eine Chloridbestimmung, eine quantitative Analyse von Chlorid. Aber es gibt auch eine organische Namensreaktion, die Alpha-Halogenierung von Carbonsäuren wurde von ihm mitentdeckt. Und Jakob Vollert ist der Urgroßvater meiner Mutter, biologisch, also verwandt von mir, mein Ururgroßvater, mütterlicherseits. Aber das Lustige ist, also das wusste man schon in meiner Familie. Ich weiß nicht, vielleicht hat es unterbewusst irgendwie eine Rolle gespielt bei meiner Berufswahl, aber nicht wirklich direkt. Also er war keine Legende oder so in unserer Familie. Das Einzige, was ich noch zu ihm sagen kann, er war in Gießen und später in Halle. Und von ihm gibt es so ein Bonmot. Er hat sich irgendwie mit dem Indigo beschäftigt und hatte anscheinend, er war 2 Meter groß und hat ein breites Hessisch gesprochen. Und er hat immer gesagt, das Indigo-Blau zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Chemie. Das stammt also von Jakob Vollert. Das Lustige aber dabei ist, er ist nicht nur mein Ur-Ur-Großvater in meiner biologischen Familie, sondern er ist auch noch in dem chemisch sozusagen mein Ur-Ur-Ur-Großvater. Er war nämlich ein Schüler von Liebig, wie gesagt. Er war selbst der Doktorvater von Thiele. Den kennt man hier vielleicht. Das war der eigentliche Entdecker der Diels-Alder-Reaktion. Hat sie nur leider nicht entdeckt. Aber er hat Chinon mit Cyclopentadien umgesetzt. Hat 1:1 und 1:2 Addukte gefunden, aber eben falsch zugeordnet. Da ist dann ein großer Preis an ihm vorbeigegangen. Er nach Köln ging, wie wir alle hier wissen, natürlich. Ein alter Hörsaal. Und Thiele war wiederum der Doktorvater von Wieland, den wir, glaube ich, alle kennen, der wiederum der Doktorvater von Huisgen war, der leider vor wenigen Jahren verstarb. Und Huisgen war der Doktorvater von Johann Munzer, meinem Doktorvater. Insofern eigentlich eine verrückte Geschichte, aber ich dachte, es ist mal ganz interessant, das so ein bisschen in den Kontext zu stellen hier anlässlich dieser Ehrenpromotion. Ich bin also nach Berlin gegangen, ich habe das bereits angedeutet, unverletzt zum Glück und immer noch fasziniert und eigentlich auch immer noch mit der Frage, so einer philosophischen Fragestellung. Ich habe dann, Chemie konnte ich nicht mehr lassen. Das war einfach, ich habe zwar gewusst, Chemie gibt mir diese Antworten nicht, nachdem ich suche, aber es war einfach trotzdem zu faszinierend und zu schön. Und deshalb habe ich angefangen, Chemie und Philosophie zu studieren, aber nach einem Semester gemerkt, dass auch die Philosophie leider, ich hoffe, es ist kein Philosoph hier, die Antworten liefert, die ich irgendwie mehr erhoffte. Ich habe das dann aufgegeben und mich komplett auf die Chemie konzentriert. Allerdings immer noch den sachgerechten Umgang mit Schwarzpulver nicht erlernt, wie man hier sieht an Silvester 1988, wo ich versuche, eine Rakete vor meinem Gesicht zu entzünden. Ich habe die dann auch so losgelassen, naja. Aber verblüffenderweise habe ich das auch überstanden, habe dann promoviert. Professor Schmalz hat es bereits erwähnt, bei Johann Mulzer. Und mein Projekt war tatsächlich das Vitamin B12. Ich hatte damals diese total übertriebene Ambition, ich mache das alleine. Es gab eben diese eine Synthese, wo die beiden besten Arbeitsgruppen der Welt in chemische Synthese damals kooperiert hatten, Woodward in Harvard und Eschenmoser an der ETH. Und bei der über 100 Mitarbeitern in mehr als 10 Jahren am Ende wenige Mikrogramm von Vitamin B12 herstellten. Und ich hatte mir vorgenommen, in meiner Diplomarbeit mache ich die Hälfte und dann in der Promotion den Rest. Das war die Idee. Zum Glück war Johann Mulzer vernünftiger, hat gesagt, es reicht, wenn du das Semikorin machst, diese Nordseite hier. Und das habe ich dann tatsächlich nach 3 Jahren geschafft. Und das war sehr schön und das hat mir die chemische Synthese so näher gebracht. Und ich habe mich wirklich so als ein Experte auf dem Gebiet gefühlt. Für diejenigen, die das nicht so wissen und die denken so, oh, synthetisch ist irgendwie eklig, die meisten von Ihnen wahrscheinlich. Für die nochmal zur Erinnerung, das ist eigentlich eine der wichtigsten kulturellen Errungenschaften der Menschheit, würde ich inzwischen sagen. Das ist die Technologie, mit der wir zum Beispiel Antibiotika oder antivirale Medikamente herstellen. Übrigens auch Impfstoffe werden chemisch-synthetisch hergestellt, zum größten Teil. Oder Farbstoffe, Parfums, all diese wunderbaren Dinge, die uns dieses Leben ermöglichen, werden durch chemische Synthese überhaupt erst möglich gemacht. Und insofern, das war toll, das war die eine Seite. Die andere Seite war aber, dass es auch ziemlich mühsam war. Und wie gesagt, ich hatte dann für diese Nordseite 17 Stufen gebraucht. Es hat 3 Jahre gedauert, das zu entwickeln. Und es war sehr, sehr mühevoll. Und ich habe dann gedacht, ich möchte es irgendwie besser machen und vereinfachen. Und meine Inspiration war dann eben die Natur. Wie funktioniert eigentlich chemische Synthese in der Biologie? Und da kann ich eigentlich immer nur eine Reaktion, meine absolute Lieblingsreaktion zeigen. Und das ist eben die Photosynthese. Und das wird bei dieser Reaktion reagieren zwei
komplett ungiftige und weit verfügbare spottbillige Chemikalien, CO2 und Wasser. Und es bildet sich in Gegenwart von Licht in den Blättern von Pflanzen oder Algen die Materialien, die wir zur Ernährung brauchen, die Kohlenhydrate oder unsere Nutztiere, und das Gas, das wir zum Atmen brauchen, der Sauerstoff. Die einzige Quelle von Sauerstoff ist die Photosynthese. Eigentlich total faszinierend, was für eine gigantisch wichtige Reaktion, was für eine wunderschöne Reaktion auch, wenn man sich das so anguckt, perfekt atomökonomisch und so weiter, hochstereoselektiv, also wirklich inspirierend. Und das passiert eben den ganzen Tag. Ich glaube, das Enzym, das CO2 aufnimmt, ist das häufigste, massenmäßig größte oder wichtigste Enzym, das es überhaupt auf dem Planeten gibt. Und das fand ich irgendwie inspirierend. Und was ist das Geheimnis hinter der Photosynthese? Es ist nicht nur das Licht, sondern es sind Enzyme. Enzyme bewirken das, bewirken diese chemische Reaktion und sind, und das war Oswald schon lange klar, Katalysatoren. Und das bringt mich eben zu der Faszination der Katalyse. Ich sage immer, ein Molekül entfernt von Magie, das kam mir irgendwann mal. Und das hat damit zu tun, dass Katalysatoren eben Reaktionen überhaupt erst möglich machen, zum Beispiel die Reaktion von Stoffen A und B zu C. Und das machen sie dadurch, dass sie die Aktivierungsenergie herabsenken. Wenn sie zwei Moleküle zusammenbringen, hat es oft eine gewisse Aktivierungsenergie und die wird herabgesenkt, aber der Katalysator wird in dem chemischen Prozess eben nicht verbraucht. Das ist das, was die Magie eben erzeugt, weil theoretisch reicht es nämlich aus, ein einziges Molekül eines Katalysators zu nehmen, um eine riesige Menge von einer neuen Substanz herzustellen. Theoretisch unendlich mal kann der seinen Job machen. Es ist wie ein Werkzeug, wie ein chemisches Werkzeug. Und das finde ich faszinierend, das finde ich wissenschaftlich total spannend. Das ist das Einzige, womit wir uns in meinem Labor in Mülheim beschäftigen, oder fast das Einzige. Aber es ist natürlich auch ökonomisch ganz charmant. Das wird jeder, der so ein bisschen Wirtschaft versteht, sofort erkennen, was das Geniale daran ist. Eine kleine Menge einer Substanz, riesige Mengen einer wertvollen Substanz, die man verkaufen kann. Und das hat eben dazu geführt, dass Katalyse eine der Schlüsseltechnologien auf dieser Erde ist. Vielleicht, manchmal spekuliere ich sogar, die wichtigste für unser Überleben auf diesem Planeten. Katalyse ernährt uns, sorgt für unsere Gesundheit, wärmt uns, transportiert uns. Das ist so die Katalyse der Vergangenheit. Aber es ist auch klar, dass die großen Herausforderungen, die jetzt uns bevorstehen, Klimawandel zum Beispiel, auch meiner Meinung nach nur mit Hilfe von Katalysatoren überhaupt in den Griff zu bekommen sind. Und ich möchte es gerne so ein bisschen diesen technologischen Aspekt für die interessierten, neugierigen Nichtchemiker nochmal illustrieren mit drei Reaktionen, die ich mit Ihnen teilen möchte. Da muss als allererstes natürlich sozusagen die menschliche Antwort auf die Photosynthese genannt werden. Und das ist der Haber-Bosch-Prozess. Brot aus Luft wurde das damals bezeichnet. Beide haben den Nobelpreis bekommen, unabhängig oder einige Jahre voneinander entfernt, für die Entdeckung eben der Synthese von Ammoniak aus den Elementen Stickstoff, das ist der Hauptbestandteil der Luft, und Wasserstoff, nicht ganz so grün, immer noch nicht ganz so grün leider, der wird nämlich aus fossilen Materialien letztendlich hergestellt. In Gegenwart von einem Eisenkatalysator bildet sich dabei Ammoniak. Und aus Ammoniak kann man in einem zweiten, wiederum katalytischen Schritt, das Oswald-Verfahren mit Metallkatalysatoren, Platin und Rhodium, die Salpetersäure herstellen. Hatten wir übrigens damals auch in Frankfurt in meinem Labor, da kriegt man immer so gelbe Hände von, wenn man die auf die Hand kriegt, habe ich damals gelernt. Also ist, und diese beiden Stoffe sind eben wahnsinnig wichtig als Dünger. Und die sind so wichtig, dass man sogar die Produktion von Ammoniak, das ist jetzt, glaube ich, die letzten 80 Jahre oder so, von wenigen Tonnen auf jetzt etwa 150 Millionen Jahrestonnen korrelieren kann mit dem Wachstum der Weltbevölkerung. Das ist jetzt einfach so, habe ich im Internet gefunden, und es ist nicht schon eine vorgefertigte Folie. Da sehen Sie wirklich, dass das fast 1:1 korreliert, und das ist kein Zufall. Ohne Ammoniak gäbe es keine 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wahrscheinlich nur 2 oder maximal 4, wenn man eine sehr effiziente Landwirtschaft machen würde. Also viele von uns, die Hälfte sozusagen, haben ihre Existenz diesem katalytischen chemischen Verfahren zu verdanken. Zweite Reaktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist Catalytic Cracking, das ist die katalytische Spaltung von Kohlenwasserstoffen, Alkanen, die man aus dem Erdöl gewinnt. Das sind solche langkettigen, typischerweise, das ist jetzt ein bisschen idealisiert dargestellt, langkettigen Alkane. Und die werden in Gegenwart von Zeoliten, das sind Aluminiumsilikate,
bei hoher Temperatur gespalten in kleinere Alkane und Alkene. Das ist jetzt sozusagen eine stöchiometrische korrekte Variante. Es entsteht eine wilde Mischung von Verbindungen und mit denen kann man dann letzten Endes Auto fahren oder Flugzeuge betreiben. Also die Grundlage für die Herstellung von Benzin ist dieses katalytische Cracking. Wird in riesigen Mengen immer noch gemacht. Leider natürlich, muss man jetzt sagen, weil wir verbrennen das dann einfach sinnlos. Bis zu 1 Milliarde Tonne im Jahr Benzin wird durch dieses Verfahren hergestellt. Eine der größten chemischen Reaktionen, die überhaupt global durchgeführt werden. Wie gesagt, es ist furchtbar natürlich auf der einen Seite, weil das ganze CO2 dahin entsteht, die entsprechenden Milliarden Tonnen von CO2, die wir Menschen eben freisetzen, kommen daher aus dieser Reaktion. Aber für uns Chemiker ist es auch furchtbar, weil das eine wunderbare Ressource für Chemie ist. Man kann daraus ganz tolle Sachen machen und sollte es nicht einfach so verbrennen. Insofern bin ich eigentlich auch ein Gegner vom Verbrennen, absolut vom Verbrennen fossiler Materialien, aber die Nutzung für unsere Wohl, glaube ich, sollte man nicht so gemeinhin direkt verbannen. Letzte Reaktion, die ich Ihnen zeigen möchte, ist die Ziegler-Natter-Polymerisation. Das ist ein bisschen der Tatsache vor allem auch geschuldet, dass Karl Ziegler einer meiner Vorgänger war. Der hat bei uns am Institut entdeckt, wie man mit Ziegler-Mischkatalysatoren Titan-Tetrachlorid und Triethylaluminium zum Beispiel auf einem heterogenen Träger Alkene, Olefine polymerisieren kann, das Ethylen zum Beispiel und das Propylen und daraus Polyethylen und Polypropylen machen kann, die beiden wichtigsten Kunststoffe. Das wird heutzutage, diese beiden Kunststoffe werden auch im 150 Millionen Jahrestonnen Maßstab gemacht. Es hat sehr schnell zu dem ersten Nobelpreis an unserem Institut geführt und man kann mit diesen Materialien eben solche wunderbaren Produkte hier machen, Eimer, Koffer, Seile und Stühle. Und wie gesagt, Plastik ist auch nicht mehr so beliebt, klar, und Mikroplastik und die Welt wird verschmutzt, das stimmt auch alles, aber es hat auch viel Wohlstand natürlich gebracht. Übrigens, Kniegelenke werden auch aus Polyethylen zum Teil hergestellt. Und man darf auch nicht vergessen, es hängt immer davon ab, was man daraus macht, wie man damit umgeht. Im Prinzip ist hier noch nicht viel passiert. Es wird auch kein CO2 frei bei dieser Reaktion. Und so ein Stuhl, wenn man da 2 Generationen lang drauf sitzt, und ihn dann verbrennt oder recycelt, finde ich, ist es allemal besser, als wenn man das Benzin direkt verbrennt, was wir mit den meisten fossilen Materialien machen. Meine Botschaft und was Ihnen vielleicht aufgefallen ist an diesen 3 Beispielen, ist, dass in all diesen 3 Fällen die Katalysatoren metallhaltig waren. Hier diese Mischkatalysatoren, Titan, Aluminium, da ist Aluminium drin, hier Eisen, Platin und Rhodium. Im Autoabgaskatalysator sind übrigens auch Schwermetalle drin, Platin und Palladium. Die sind zum Teil teuer, die sind auch zum Teil giftig, aber das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dass das dazu geführt hat, dass die Chemiker eigentlich dachten, das war so in der Zeit, als ich promoviert hatte, dass es nur diese 2 Arten von Katalysatoren gibt, als selektive und effiziente Werkzeuge. Zum einen eben Enzyme, die Photosynthese zum Beispiel katalysieren, bewirken, und zum anderen eben Metallverbindungen. Und das war auch eben der Fall in meinem Feld der asymmetrischen Katalyse. Hagar Schmalz hat es eben schön erklärt, wo wir versuchen, eben diese Spiegelbildisomere zu machen. Da ging man davon aus, auch in den Lehrbüchern, mit denen ich sozusagen groß geworden bin, als ich Doktorand war, dass es eben nur Enzyme gibt oder lösliche Übergangsmetallkomplexe, mit denen man asymmetrische Katalyse betreiben kann. Und das war auch meine Meinung im Wesentlichen und ich hatte das damals als Doktorand zumindest noch nicht groß in Frage gestellt. Aber ich wollte eben in die Katalyse, ich wollte chemische Synthese verbessern und meine Idee war dann ziemlich blauäugig und naiv im Nachhinein, ich gehe ans Scripps Research Institute und arbeite mit einem Arzt. Richard Lerner war ein Arzt, der ist leider im letzten Dezember verstorben. Und ein wirklich großartiger Arzt, der sich selbst zum Chemiker sozusagen umerzogen hat. Und der mit katalytischen Antikörpern gearbeitet hat. Das sind sozusagen künstliche Enzyme, aber eben auch Proteine, die katalytisch wirksam sind. Ganz tolle Idee. Ich fand es revolutionär. Viele zu dem Zeitpunkt wussten schon, das ist eigentlich gar nicht die Zukunft der Enzymforschung. Francis Arnold hat vor wenigen Jahren den Nobelpreis bekommen für Directed Evolution. Das war viel, viel vielversprechender. Ich wusste das zum Glück nicht und bin dann einfach dahin. Und es war eine unglaublich spannende Zeit. 2 Jahre haben wir zusammengearbeitet. Wir haben mit Aldolase-Antikörpern gearbeitet. Das ist übrigens Richard Lerner hier, wie er sich mit mir freut über eine antikörperkatalysierte Reaktion im großen Maßstab. Das war was ich dann spannend fand als Synthetiker natürlich. Und wir konnten im 20-Gramm-Maßstab in einer Retroaldolreaktion diese Verbindung hier spalten,
in das entsprechende Keton und den Aldehyd sowie ein Enantiomer des Aldols, also in quasi perfekter Ausbeute von 50%, kann man hier nur erreichen und fast quantitativer Enantioselektivität. Und das ist wirklich das Reaktionsgefäß, in dem ich diese Reaktion durchgeführt habe. Und dahinter sieht man die Tür, die direkt von meinem Laborabzug in sein Büro ging. Es war sehr, sehr spannende und inspirierende Zeit für mich, was ich mir auch erhofft hatte so ein bisschen. Aber was eigentlich viel prägender war, war meine zweite Aufgabe, nicht nur Antikörperkatalyse im großen Maßstab zu machen, sondern auch ein bisschen mich mit dem Mechanismus zu beschäftigen, wie eigentlich dieses Enzym, wie dieses Protein die Aldolreaktion katalysiert. Und wir hatten eine Röntgenstruktur von dem Protein, das ist ein riesiges Molekül, 96.000 Gramm pro Mol schwer. Und wir hatten in relativ guter Auflösung die genaue Struktur dieses Enzyms vorliegen. Und was ich entdeckte, hat mich ziemlich verblüfft. Denn im aktiven Zentrum, also es ist ein riesiges Molekül, und im aktiven Zentrum gab es eigentlich nur zwei organische funktionelle Gruppen. Kein Metall, erstmal verwunderlich für mich damals, sondern es gab eigentlich nur ein Amin eines Lysinrests, das ist eine Aminosäure, die solche primären Amine, ein primäres Amin trägt, und eine Säurefunktionalität. Das war ein Tyrosin-OH von der Phenolgruppe, hydratisiert mit einem Wassermolekül. Das waren die beiden funktionellen Gruppen, und das hat für mich sofort nahegelegt, wie dieses Enzym funktioniert. Es funktioniert wahrscheinlich über Iminium-Ionen und Enamin-Intermediate für die Spezialisten. Das sind solche kovalenten Verbindungen, die aus dieser Aminogruppe mit den Carbonylverbindungen entstehen, die dann am Ende das Aldolprodukt erzeugen. Und dieser Katalysezyklus hat sich sofort irgendwo nahegelegt für mich. Das war faszinierend und irgendwie verblüffend, wie gesagt, weil ich auch dachte, eigentlich Katalysatoren müssen eigentlich immer ein Metall enthalten. Diese Reaktion war damals übrigens hoch umkämpft in der chemischen Synthese und viele Gruppen haben versucht, dafür Katalysatoren zu entdecken. Und ich habe mir dann gedacht, wenn dieses Enzym eigentlich nur diese beiden organischen funktionellen Gruppen hat, warum nicht auch direkt eine Aminosäure nehmen? Da ist ein Amin, eine Säure, warum nicht eine Aminosäure? Und da kam mir natürlich das Prolin wieder in den Sinne, Hajos Wiechert für die Experten. Die Reaktion war mir natürlich bekannt, das tauchte in den 70er Jahren mal auf als Katalysator. Aber irgendwie hat es niemand so richtig zusammengebracht, dass das eigentlich eine Aldolase ist. Prolin ist eine Aldolase. Wir haben es damals Mikroaldolase genannt oder man sollte Nanoaldolase vielleicht sagen. Aber es ist eine Aldolase, es hat alles, was man braucht für die Aldolase-Reaktivität. Und ich habe mich dann gefragt, als ich Assistant-Professor wurde Anfang 99, ob man das nicht auch als Katalysator für solche intermolekularen Aldolreaktionen einsetzen kann. So kam das und mein allererstes wissenschaftliches unabhängiges Experiment war dieses, die Aldolreaktion von Aceton mit Paranitrobenzaldehyd, und das hat sofort geklappt. Am nächsten Tag wusste ich schon, das funktioniert und wir konnten dann zeigen, dass es mit einer Reihe von anderen Aldehyden auch funktioniert, mit fabelhaften Enantioselektivitäten. Wirklich damals Stand der Technik, es gab keine Katalysatoren, die das besser konnten. Damals tolle Gruppen in Stanford, Barry Chose zum Beispiel, in Tokio, Shibasaki, haben komplizierte Metallverbindungen dafür entwickelt. Und auf einmal ein essbares Molekül, das Sie in der Apotheke quasi kaufen können, also immer noch, das könnte jeder von Ihnen da kaufen, wenn Sie problemlos kaufen können, kostet nichts, katalysiert diese herausfordernde Reaktion mit Stand der Technik oder Stand der Technik definierender Enantioselektivität, sollte ich sagen. Das war so ein bisschen mein erster Durchbruch und was am Ende dann eben auch nach Stockholm geführt hat. Dazwischen lagen natürlich noch ein paar Jahre, in denen man zeigen musste, dass das wirklich ein generelles Prinzip ist. Und wir haben das dann Enamin-Katalyse genannt. Und basierend auf diesem Übergangszustandsmodell, das ich zusammen mit Ken Haug entwickelt habe, konnte man dann eine Reihe von Reaktionen sogar wirklich vorhersagen. Auch die Stereochemie kann man sehr gut mit diesem Modell vorhersagen. Verschiedene Aldolreaktionen, inter- und intramolekular, transannular, Mannich-Reaktionen. Prolin ist ein sehr, sehr guter Mannich-Katalysator, der die direkte asymmetrische Mannich-Reaktion mit fabelhaften Enantioselektivitäten katalysiert. Alpha-Alkylierungsreaktion von Aldehyden, super schwierige, herausfordernde Reaktion, aber auch Alpha-Funktionalisierung. Das sind jetzt nur Beispiele aus meinem Labor. In der Zwischenzeit waren hunderte von Gruppen in dem Feld unterwegs und es gibt noch ganz, ganz viele andere Reaktionen, die auf dieser Basis entdeckt wurden. Und wichtig zu wissen auch, die Industrie hat irgendwann dann auch Interesse gefunden, trotz der hohen Katalysatormengen übrigens. Das war was, da wurde ich immer kritisiert, Organokatalyse ist nett und so, aber 25 Mol%, so in der Schweiz kam dann so Kritik, das ist doch kein Katalysator.
Also das, ich würde das als bestes, als substöchiometrisches Reagenz bezeichnen. So ganz akkurat. Ich habe dann immer gesagt, Albrecht Bergkessel weiß es, wer ist die Katalysatorpolizei, die es dann durchsetzt, dass man das ab einer bestimmten Prozentzahl nur so nennen darf. Für mich war immer Katalyse mit Turnover verbunden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und beim Prolin ist es natürlich auch so, wie gesagt, es ist billig, es ist ungiftig, es ist essbar, es ist rezyklierbar, wenn man unbedingt möchte. Da gab es eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Und das haben auch die Kollegen bei der DSM so gesehen und bei anderen Firmen, die diese Reaktion inzwischen im technischen Maßstab, eine Variante von unserer Aldol-Reaktion, die Macmillan entwickelt hat, also sozusagen eine Gemeinschaftsentwicklung, einsetzen, um ein antivirales Medikament herzustellen. Für die Jüngeren unter Ihnen, HIV war wahrscheinlich die schlimmste virale Pandemie in den letzten 2000 Jahren oder so. Da sind zig Millionen Menschen dran gestorben. AIDS vielleicht ist das ein Begriff. Und eine virale Erkrankung, die nicht mit Vakzinen behandelbar ist oder gegen die man einfach nicht impfen kann, weil das Virus sich so schnell verändert. Und da muss man mit von Chemikern designten und hergestellten Molekülen arbeiten, sogenannten Medikamenten. Das machen keine Ärzte, solche Moleküle, sondern Chemiker typischerweise. Und die stellen die auch her. Und es war für mich dann schön zu sehen, ich habe mit dieser Entwicklung überhaupt nichts zu tun. HIV ist heute unter Kontrolle dank dieser Medikamente. Aber schön zu sehen, dass unsere Chemie hier zum Einsatz kam. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen geholfen, andere Firmen dazu zu motivieren, die Organokatalyse zu umarmen sozusagen und zu verwenden. Aber Enaminkatalyse ist nur ein Aspekt dieser Entdeckung. Prolin ist ein bifunktionelles Molekül, es hat eine Aminogruppe und eine Säuregruppe, das war von Anfang an klar, dass das entscheidend ist. Und über den Lauf der Jahre haben wir immer mehr erkannt, dass eigentlich diese Säuregruppe fast noch wichtiger ist. Und ich sage immer, Säurekatalyse ist universell. Und das hat damit zu tun, dass als wirklich einzige notwendige Bedingung für Säurekatalyse, dass die überhaupt stattfindet, die Existenz von Elektronendichte genannt werden muss. Also als Substrat für Säurekatalyse kommen quasi alle Chemikalien auf der Welt in Frage, außer dem Proton. Alle anderen Chemikalien haben Elektronendichte und man kann die auch protonieren. Ola hat das gezeigt. Ola hat sogar H3O plus protoniert, by the way, für die Experten. Oder Methan natürlich, wie viele von Ihnen wissen. Säuren können quasi fast alles katalysieren. Das war erstmal so die Realisierung. Und es kam dann das Tripmolekül, das netterweise hier gezeigt wurde. Das basierte natürlich auf Arbeiten von Akiyama und Terada, deren Arbeiten wiederum auf unserem Prolin basierte. Wir haben aber in den letzten Jahren eine neue Klasse von Säuren entwickelt. IDP-Imidodiphosphatsäuren, für die Nicht-Experten, sie müssen sich nicht die Strukturen hier merken oder so. Wichtig ist nur, dass man die Säurestärke sehr gut einstellen kann und über ein sehr, sehr breites Spektrum modifizieren kann. Über fast 12 pKa-Einheiten, also ein riesiges Spektrum an Säureazidität wird abgedeckt durch diese Katalysatoren. Und die auf der anderen Seite, dadurch, dass sie so eine interessante dimere Struktur haben, bei der diese Substituenten in diesem Binaphthyl-Backbone 4 jetzt vorhanden sind und alle 4 in die Mitte des Reaktions- oder auf das Reaktionszentrum quasi weisen, entsteht ein, was ich in Deutsch immer als umzäunt bezeichne, ein umzäunter Katalysator. Die Säurefunktionalität ist in der Mitte von dem Katalysator, aber er ist quasi in einem Hohlraum. Und das war was vorher in der homogenen Katalyse eigentlich nicht wirklich möglich war, dass man enzymartige Reaktionszentren schafft, confined acids. Und ich möchte ganz kurz nur 4 Beispiele zeigen, was man mit diesen Katalysatoren machen kann. Hager Schmalz hat zufälligerweise, glaube ich, fast die gleichen gewählt. Das sind alles Reaktionen, für die gab es noch keinen anderen Katalysator, der das auch nur annähernd so gut oder überhaupt konnte. Zum Beispiel eine Mukayama-Aldol-Reaktion, auch die alle Organiker kennen diese Reaktion, wahrscheinlich auch alle Anorganiker, eine weltberühmte chemische Reaktion, ein Klassiker der organischen Synthese. Nur was wir jetzt machen ist, wir setzen ein Enolsilan eines Aldehyds ein, das Acetaldehyds, und das führt dazu, dass sowohl das Startmaterial als auch das Produkt, das sind sehr begehrte Intermediate in Medikamentensynthesen und Naturstoffsynthesen, ein alpha-unverzweigter Aldehyd ist. Das ist also eigentlich eine unmögliche Reaktion. Das ist eine Reaktion, die sollte gar nicht gehen. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man das mit einem normalen Katalysator, der nicht umzäunt ist, durchführt, ist es eine Polymerisationsreaktion, weil das Nukleophil natürlich mit dem Startmaterial reagieren kann, aber auch mit dem Produkt. Das führt dann eben sofort zu einer Polymerisierung. Das war auch bekannt, aber diese IDPI-Katalysatoren durch die Umzäunung haben jetzt eine enzymartige Größenselektivität
Und das bewirkt einfach, wie der Biologe dann sagen würde, der Biochemiker, das ist kein Substrat für den Katalysator mehr. Und es reagiert einfach nicht, es hört auf an der ersten Stufe. Total faszinierend und extrem nützlich eben diese Reaktion, die direkt solche wertvollen Aldole liefert. Ein anderes Beispiel, ein bisschen durch die kritischen Chemiker aus der Schweiz angetrieben, wiederum eine Mukayama-Aldol-Reaktion, aber jetzt nicht mit 25 Molprozent und 3 oder 2 Turnovers, sondern mit PPM-Mengen, Parts per Million, also winzigen Spuren von Katalysator. Nur zur Illustration, 0,4 Milligramm reichen hier aus von einem recht schweren Katalysator, um 22 Gramm des gewünschten Produkts herzustellen. Wir haben in diesem Paper auch ein Beispiel mit Sub-PPM-Katalysator-Loadings, die kleinsten Katalysator-Beladungen, die jemals in der asymmetrischen Katalyse von CC-bindungsbildenden Reaktionen eingesetzt wurden, meines Wissens zumindest nach. Und wenn man sich das mal anschaut, dann würde das bedeuten, haben wir das noch ein bisschen weiter optimiert, wir haben 0,9 Part per Million, aber wenn man 0,5 Parts per Million einsetzen könnte, das ist eine kleine Verbesserung, dann würde es ausreichen, mit einem Milligramm ein Mol eines Produkts zu machen, 2 Millionen Turnovers. Und wenn man das dann technisch einsetzen würde, zur Illustration für die industriellen Chemiker, würden 1 Kilogramm ausreichen, um ein Megamol herzustellen. Das sind 388 Tonnen. Und das ist eine typische Menge für ein Blockbuster-Medikament. Und die Katalysatorladung ist so gering, dass man sogar den Katalysator im Medikament belassen dürfte, nach den Regeln der Behörden, weil die so klein ist, dass die Spuren dann im Medikament belassen werden können. Also das zeigt so ein bisschen, wie die Organokatalyse sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und mit dieser hohen Reaktivität können wir jetzt auch funktionelle Gruppen zu Reaktionen bringen, die eigentlich out of reach waren für Organokatalyse. Simple Olefine zum Beispiel, die meisten Organometallchemiker oder die meisten Chemiker wissen, typische Katalysatoren zur Aktivierung von Olefinen sind eben Rhodium, Ruthenium, Palladium, Platin und so weiter. Und wir können das jetzt mit IDPI-Katalysatoren machen, sehr starke Säuren. Die protonieren so ein Olefin einfach, man generiert ein Kation und das kann dann mit einem Nukleophil reagieren. Sehr, sehr erfolgreiches Konzept. Wir haben eine Reihe von Publikationen dazu noch veröffentlicht und es kommen auch noch mehr raus. Aber wir fühlen uns noch nicht am Ende, das reicht uns noch nicht. Wir wollen immer noch einen Schritt weitergehen. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, wenn wir irgendwann mal anfangen, Alkane zu protonieren, dann ist es vielleicht Zeit für mich abzutreten. Und das sind so Reaktionen, an denen wir gerade arbeiten. Ich möchte einfach ein Alkan nehmen und das protonieren. Und dann entstehen solche Verbindungen. Vorsicht, jetzt die Studenten bitte nicht mitschreiben, dann fallen sie durch die Prüfung bei Professor Bergkessel oder Professor Schmalz, weil ein Kohlenstoff hat niemals 5 Bindungen. Das nennt man, glaube ich, im Internet Texas Carbon, wenn das gezeigt wird. Aber es ist gar nicht so abwegig. George Ohler hat die pioniert, hat die charakterisiert. Wie gesagt, er hat Methan protoniert zum CH5+. Das existiert. Er ging dann sogar einen Schritt weiter. Das ist ein bisschen umstritten. Das CH5+ kann man nochmal protonieren zum CH6+2+. Angeblich. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Aber es war, diese Verbindungen sind eben, ja, die wurden schon mal gemacht. Die sind nur noch nicht so richtig als katalytische Intermediate etabliert. Außer, by the way, natürlich im Cracking. Da passiert es im Milliarden-Tonnen-Maßstab. Aber es ist eigentlich den Organikern gar nicht so bewusst. Und das sind so Sachen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Ich bin froh, dass die Doktorandin, die daran arbeitet, heute auch hier ist. Ich hoffe, es motiviert sie ein bisschen, an diesem recht schweren Thema weiterzuarbeiten. Aber da kommen bald die ersten Arbeiten raus. Wenn Sie jetzt denken, okay, die List dreht durch, der Nobelpreis hat Ihnen nicht gut getan, das ist erst der Anfang. Wir gehen schon noch viel weiter. Und jetzt kommt wirklich was, das hätte ich vorher nicht gesagt, dass mich das interessiert. Meine eigentliche geheime Lieblingsreaktion ist diese hier. Sozusagen die Essenz der Photosynthese. Das ist eine Reaktion, wenn Sie die entdecken, dann können Sie wirklich sagen, ich habe die Welt gerettet. Die Spaltung von CO2 mit Licht in die Elemente. Sauerstoff und Kohle. Das gibt es noch nicht. Und ich glaube, soweit ich weiß, ich habe auch noch keinen einzigen Beitrag dazu gelesen. Ich habe auch noch nie irgendeinen anderen Chemiker darüber reden gehört. Wahrscheinlich sind sich alle smarten Chemiker einig, dass das auf keinen Fall funktionieren kann. Aber ein bisschen dasselbe Gefühl hatte ich damals bei der Organokatalyse auch. Ich dachte irgendwie, die meisten wissen wahrscheinlich, das funktioniert nicht, ist eine dumme Idee und so weiter. Das habe ich hier auch. Es kann auch gut sein, dass es eine ist. Also ich möchte nicht ausschließen, dass sie ein bisschen verrückt ist. Auf der anderen Seite müssen Sie immer bedenken, Bäume können das. Die nehmen ja das CO2 aus der Luft aus und machen daraus nicht direkt Kohle, aber Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate kann man auch verkohlen übrigens, total einfach im Wasser kochen, dann entsteht Kohle wieder. Also im Prinzip geht das schon. Man könnte auch Pflanzenabfälle nehmen, im Gigatonnenmaßstab natürlich, müsste die dann verbuddeln und hoffen, dass die dann wieder sich in Kohle umwandeln und dabei sauerstofffrei wird. Im Prinzip geht es.
Ich überlege halt, könnte man Katalysezyklen designen, die sowas ermöglichen? Wirklich direkt spalten, CO2 in C und O2. Wirklich eine tolle Reaktion. Würde zwei riesige Probleme der Menschheit lösen, Energieversorgung und Global Warming in einem Schlag. Also ganz ehrlich, das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist nicht auszuschließen, dass es geht. Der späte Walter Thiel, ein Theoretiker bei uns, hat das ausgerechnet, thermodynamisch ist es möglich mit UV-Licht. Also es ist keine komplett blödsinnige Idee. Man muss halt jetzt noch einen geeigneten Katalysator finden und das ist bestimmt auch vom Engineering relativ herausfordernd. Aber ich finde es einfach eine spannende Idee und möchte es auch anregen, für die junge Generation sich mal darüber Gedanken zu machen. Es wäre natürlich schön, wenn wir es am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung entdecken würden. Das ist ein bisschen altertümlicher Name, der dann einen neuen Sinn bekäme auf einmal. Und insofern hoffe ich, dass uns das irgendwann gelingt. Damit bin ich eigentlich schon am Ende. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei den wunderbaren Mitarbeitern bedanken. Einige sitzen, wie gesagt, hier. Ich habe ein fabelhaftes Labor, wirklich, wirklich smarte Doktoranden, leider inzwischen zum Teil smarter als ich. Das merke ich dann immer im Seminar. Das ist schon schwer, das so zu akzeptieren, aber ich muss das leider langsam einräumen. Hier freuen Sie sich mit mir am 6.10.2021, als der Nobelpreis-Anruf kam. Es war eine riesige Party, das ganze Institut hat vibriert. Es war wirklich, wirklich schön. Und ich habe mich, diese Freude in den Gesichtern ging wieder zurück zu mir. Es war einfach unglaublich und ist bis heute unglaublich geblieben. Danke euch, danke den Firmen und den Forschungsgeldgebern und natürlich last but not least der Universität zu Köln, dass sie mich so früh in ihren Kreis aufgenommen haben, dass ich hier eine Heimat gefunden habe, eine akademische, und natürlich für diese riesige Ehre heute mit dem Dr. HC. Vielen herzlichen Dank auch für die Aufmerksamkeit.